und herzlich willkommen zu diesem Video, auch wenn ich heute leider eine traurige Nachricht habe. Ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, ich wollte im September Daily Vlogs machen, das heißt den ganzen September über jeden Tag ein Video hochladen. Das habe ich jetzt 3 Wochen lang durchgezogen und leider fehlt mir für die restliche letzte Woche irgendwie so ein bisschen die Motivation, obwohl... Das kann ich auch nicht wirklich sagen, weil ich habe eigentlich mega Lust, sonst würde ich das hier ja alles nicht machen. Aber ich merke einfach selber, dass es von Tag zu Tag schwieriger wird, immer wieder neue Videos zu produzieren, immer andere Videos zu produzieren, weil ich einfach nicht jeden Tag das Gleiche zeigen will. Ich gucke selber jeden Tag Daily Vlogger sehr gerne und auch ganz viele verschiedene. Und ich wollte das unbedingt aufmachen, weil ich das einfach so feier, wie die jeden Tag ein Video raushauen. Und bei denen ist es auch immer wieder mega interessant, obwohl da auch viel sich irgendwie wiederholt. Aber es war jetzt einfach so, dass ich mit vielen Videos von meinen Daily Vlogs jetzt überhaupt gar nicht zufrieden war. Ich habe teilweise einfach irgendwas gefilmt, nur damit ich ein paar Minuten Videomaterial zusammenbekomme. Dann waren Tage dabei, wo es mir nicht so gut ging und ich habe trotzdem Videos gemacht. Ich persönlich finde, dass man das einfach merkt in den Videos. Und ja, ich bin einfach nicht mehr mit der Qualität zufrieden, mit dem Inhalt. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, diese ganze Daily Vlog Geschichte abzubrechen an dieser Stelle und jetzt wieder so weiterzumachen wie vor den Daily Vlogs auch. Das heißt, ich lade dann Videos hoch, wenn mir danach ist. Und nicht, weil ich muss, weil ich gesagt habe, es gibt Daily Vlogs. Ich will jetzt keine Versprechen machen, wann Videos online kommen. Es wird auf jeden Fall weiterhin regelmäßig Videos geben, nur eben nicht mehr jeden Tag. Ja, wie vorher quasi auch, ich lade dann Videos hoch. Wenn mir danach ist, wenn irgendwas Spannendes bei uns passiert, dann lasse ich natürlich auch wieder die Kamera mitlaufen. Ja, ich hoffe auf euer Verständnis. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich das jetzt abbrechen muss. Ich habe das ja schon in einigen Vlogs vorher immer mal wieder angesprochen, dass ich nicht zufrieden bin. Und dann macht es einfach keinen Sinn. Deswegen ist das hier jetzt quasi nur ein kurzes Informationsvideo, dass die Daily Vlog Geschichte jetzt eben beendet ist. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Bald geht es hier auf jeden Fall wieder mit anderen Videos weiter. Es wird auch wieder Vlogs geben, nur eben halt nicht täglich. Ja. Vielen Dank, dass ihr so fleißig zugeschaut habt jetzt bei den Daily Vlogs, dass ihr immer so fleißig kommentiert habt, dass ihr Daumen nach oben da gelassen habt und ja, dass ihr einfach so toll dabei wart und uns unterstützt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch weiterhin treu und wir sehen uns dann hier ganz bald wieder. Ciao!